Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Gelb. Im letzten Part haben wir die Siegesstraße hinter uns gelassen und heute wollen wir die Pokémon-Liga in Angriff nehmen. Ich vermute, das wird heute der letzte Part von Pokémon Gelb werden, weil ich habe mir eigentlich schon vorgenommen, das Ganze an einem Stück durchzuziehen, aber wir werden sehen. Ich habe fleißig trainiert. Das heißt, alle unsere Pokémon haben jetzt Level 56. Ich konnte mich ja nicht ganz entscheiden, ob ich jetzt bis 55 trainieren soll oder bis 58. Ich hatte ursprünglich 58 gedacht, aber bei 56 ist mir dann irgendwie die Lust abhanden gekommen. Aber ich denke, damit sollten wir auch ganz gut vorankommen, hoffe ich doch mal. Ich habe nochmal nachgeschaut. Vom Level her, die Pokémon-Liga hat zwischen 53 und 65. Das heißt, ja, es sollte machbar sein, aber es wird mit Sicherheit auch nicht so einfach werden. Aber wir schauen einfach mal. So, eingekauft habe ich. Das heißt, es geht los. Hallöchen. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei und gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Die Kraft von Eisattacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winseln, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Haha, bist du bereit? Auf jeden Fall. Als allererstes treffen wir auf Lorelei, die mit Eis-Pokémon kämpft. Und sie startet mit Yugong auf Level 54. Und man sieht, glaube ich, auch schon eindeutig, also vom Level her sind wir nicht so extrem hoch. Aber das wollte ich ja auch ganz gerne so haben. Aber ich denke, es sollte trotzdem alles machbar sein. Also wenn wir den Typvorteil ausnutzen, denke ich, sollte das funktionieren. Insbesondere, weil die Pokémon der Top 4 nicht so extrem starke Attacken können. Es sind auch viele Attacken bei, die, naja, nicht ganz so toll sind. So, Austausch, da möchte ich ganz gerne weiterkämpfen mit Sparky. Pikachu ist natürlich so ein bisschen unsere Schwachstelle, weil Pikachu nicht so extrem viel aushält. Nichtsdestotrotz brauche ich es auf jeden Fall. Ah, Paralyse, okay. Und ein Supertrank hinterher, das macht aber nichts. Tschüss, Austausch. Also ich bin recht zuversichtlich. Und ich bin auch nicht böse, wenn das Ganze hier so ein bisschen spannender wird, wie vielleicht in anderen Let's Plays von mir. Lamus, auch da möchte ich ganz gerne mit Sparky weiterkämpfen. Auch wenn wir schon so ein bisschen angeschlagen sind, aber die Elektroattacken sind das Beste, was wir machen können. Und das macht ja auch ganz gut Schaden. Amnesie, na toll. Also bei ihr gibt es wirklich nur ein einziges Pokémon, wo ich Angst habe. Und das ist eben ihr Signatur-Pokémon. Ansonsten, denke ich, sollten wir das hinbekommen. Und ich werde, glaube ich, die Gelegenheit mal nutzen, um Sparky zu heilen. Habe ich? Da. Weil ich mir denke, das Lamus kann vielleicht nicht so extrem viel ausrichten. Hoffe ich mal. Oder sie macht es eben so. Das ist auch ganz nett. Da habe ich doch mehr Angst vor ihrem Signatur-Pokémon. Das könnte mir, glaube ich, wesentlich mehr Schaden machen. Und da möchte ich dann schon ganz gerne mit voller KP reingehen in den Kampf. Aber erstmal kommt Rosanna. Da werde ich ausnahmsweise mal wechseln auf Spyro. Oh, dieser Sprite ist so wunderschön. Nicht. Prinzipiell vor den ersten beiden Feldern habe ich nicht so viel Angst. Das dritte Feld könnte böse werden, eventuell. Das vierte Feld, mal schauen, kommt drauf an. Und gut, bei dem Champion, ouch, muss ich mal schauen, wie es läuft. Ich hasse dich, Rosanna. Das ist so ein bisschen auch Glückssache generell. Pokémon-Liga ist immer Glückssache. Also ich weiß, als Kind habe ich hier sehr oft Probleme gehabt in der Pokémon-Liga. Aber es gab auch Male, wo ich jetzt ziemlich souverän durchgelaufen bin. Also wir werden sehen, wie es läuft. Ich werde mein Bestes geben und was anderes kann ich nicht tun. So, und jetzt kommt Lapras. Da habe ich wirklich Angst vor, weil Lapras ist nicht zu unterschätzen. Hat hier Level 56, okay. Also wenn das mit Eisstrahl oder Blizzard kommt, ich glaube, das tut meinem kleinen süßen Pikachu schon ziemlich weh. Und es steckt einiges weg. Oder es macht Konfusstrahl. Dankeschön. Die Frage ist,
Wenn da eine Eisattacke kommt, ist das nicht sonderlich gut. Oder eine Wasserattacke. Nein, nein. Ah. Ich will mit Pikachu jetzt eigentlich nicht unbedingt draußen bleiben während der Verwirrung. Also habe ich wenig Interesse dran. Na gut, versuchen wir es mal mit Turtok. Erstmal. Also, soweit ich mich erinnere, können auch recht viele Pokémon hier Konfusstrahl oder Superschall oder ähnliches. Da habe ich schon so richtig, richtig Lust drauf. Also so einen Kampf zu verlieren ist eine Sache. Ne? Okay. Aber so einen Kampf wegen Konfusstrahl zu verlieren, nein. Finde ich furchtbar. Muss ich nicht haben. Ah, sehr schön. Das hat sogar gereicht dank dem Volltreffer. Gut. Wie kannst du es wagen? Tja. Du bist besser, als ich dachte. Geh ruhig weiter. Das hier war nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die dich noch erwarten. Na dann. So, was brauche ich denn? Ich denke, ja, Kairi braucht noch einen Trank, aber ansonsten... sollten wir so weitergehen können. Als Kind habe ich immer das Bedürfnis gehabt, nach jedem Feld zu sichern, aber ich habe es nie gemacht, weil ich immer Angst hatte, wenn ich jetzt das Spiel speichere und dann eben ja nicht weiterkomme, dann bin ich auf ewig hier gefangen, außer ich lasse mich besiegen. Und ich weiß nicht, deswegen habe ich das nie gemacht. Ich bin immer so in einem durch die Pokémon-Liga durchgegangen. Und dann war es immer besonders schön, wenn man kurz vorm Ende irgendwie K.O. gegangen ist. So, Feld Nummer 2. Ich gehöre zu den Top 4. Mein Name ist Bruno. Durch ausgiebiges Training können Pokémon sehr stark werden. Ich habe meine Pokémon pausenlos trainiert. Sven, wir werden dich mit unserer Kraft bezwingen. Zum Angriff! Vor dir habe ich eigentlich nicht so viel Angst. Aber jetzt, wo ich das gesagt habe, kriege ich wahrscheinlich voll auf die Schnauze. Ich sehe es schon kommen. Allerdings nicht von dem Onix. Das bezweifle ich mal ganz stark. Ich überlege gerade, Bruno kam, glaube ich, auch im Anime vor. Genau wie Lorelei, aber sie hieß, glaube ich, anders. Sie hieß, glaube ich, nicht Lorelei, aber sie kam auch vor. Generell alle Mitglieder der Top 4 kamen im Anime vor. Zwar nicht eben als Top 4 unbedingt. Die Pokémon-Liga lief ja so ein bisschen anders ab im Anime. Aber sie kamen alle vor, wenn ich mich recht erinnere. So, Nocturne, Level 55. Da würde ich ganz gerne eine wunderbare Flugattacke starten. Du kannst bestimmt Donnerschlag, Eishieb, Feuerschlag und sowas. Ich habe mir die Attacken vorher nicht angeguckt. Habe ich irgendwie nicht für nötig erachtet. Das macht gar nicht so viel Schaden. Ich meine, gut, es hat keinen Step, aber trotzdem. Hätte ich gedacht, das macht vielleicht etwas mehr Schaden. Aber ich weiß zumindest noch, die konnten zwar teilweise ganz vernünftige Attacken, aber viele Pokémon hatten auch so blöde Attacken, wie Konfusstrahl. Ich meine, Konfusstrahl ist ja taktisch gesehen nicht unbedingt schlecht, aber naja, ich weiß nicht. Ich meine, so wie das Lamus gerade konnte Panzerschutz, ne? Da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das gäbe es in den neueren Generationen nicht. Ach, Meduli, komm schon. Hör auf, X-Abwehr zu geben. Das ist eine miese Taktik. Vor allem, wenn Meduli nicht trifft. Autsch! Komm schon. Danke. Das war jetzt ein bisschen riskant. Ich glaube, der nächste Turmkick hätte mich gekillt, aber... naja. Jetzt kommt wieder Onix. Okay. Das kann wieder Kairi machen. Was mache ich denn gleich gegen sein Signatur-Pokémon? Also gegen Machomai. Ah. Meduli ist ziemlich angeschlagen. Ich glaube, ich werde sie mal heilen, bevor ich mich um das Onix kümmere. Ich meine, ich hätte rein theoretisch noch eine sehr effektive Psychokinese. Aber ich weiß nicht, wenn so eine Kampfattacke kommt gegen meinen Lapras, ist, glaube ich, nicht so toll. Also da würde ich dann doch ganz gerne mit Meduli kämpfen. Und wie ihr gerade wahrscheinlich gesehen habt, Kairi hat beim Training noch Hydropumpe gelernt. Werde ich vermutlich auch nicht einsetzen, weil ich bin kein Fan von solchen Attacken, die daneben gehen können. Schon gar nicht in der Pokémon-Liga. Ist mir dann so ein bisschen zu riskant. Aber ich habe gedacht, besser als Aquaknarre ist es auf jeden Fall. Oh Gott! Hilfe!
Also ich habe auf jeden Fall vor, die Pokémon-Liga durchzuziehen an einem Stück. Wenn ich das zeitlich hinbekomme. Also ich sag mal so, alles unter einer Stunde ist okay. Das lade ich dann am Stück hoch. Meine Güte, noch mehr X-Abwehr. Ich bleibe aber trotzdem mal fliegen. Weil ich finde schon, die Pokémon-Liga ist was, was man so an einem Stück machen kann. Muss man nicht zwingend in der Mitte teilen. Aber wie gesagt, wir müssen schauen, wie es läuft. Ich kann es selbst immer ganz schlecht sagen. Vor allem, weil ich jetzt ja auch nicht so extrem viel trainiert habe. Na toll. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich hier so gut durchkommen werde. Aber das war auf jeden Fall schon mal Feld Nummer 2. Wie konnte ich verlieren? Das war ganz einfach. Ich bin erledigt. Doch, die nächste Herausforderung wartet bereits. Oh ja. So, und Kairi, da reicht, glaube ich, ein super Trank locker. Ich habe leider keine normalen Tränke dabei, sonst würde ich dazu greifen. Die Frage ist, was mache ich beim nächsten Feld? Da habe ich nichts sehr Effektives. Dieses Feld ist ganz offensichtlich ein Geist-Pokémon-Feld. Mal überlegen. Ich denke, ich starte mal mit Feuer. Es ist eigentlich egal, ob ich jetzt mit Feuer, Wasser oder Elektro starte, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass ihr erstes Pokémon eine Pflanzenattacke kann. Also ich glaube, sie startet mit Gengar und ich meine, das konnte Megasauger. Ich glaube, daran erinnere ich mich und deswegen werde ich mit Kairi und Yuki erstmal nicht in den Kampf gehen. Wenn das so stimmt, aber ich meine ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich bin Agathe, aus dem Team der Top 4. Professor Eich lobt dich in höchsten Tönen, junger Mann. Er war einmal ein gut aussehender, stattlicher Mann. Doch das war vor Jahrzehnten. Heute kümmert er sich nur noch um seinen Pokédex. Aber Pokémon wollen ja kämpfen. Sven, ich zeige dir, wie ein richtiger Trainer kämpft. Tu, was du nicht lassen kannst. Also als Kind war das hier eindeutig mein Hassfeld. Weil diese Geist-Pokémon können wirklich böse sein. So, Level 56, alles klar. Zur Erklärung, das wird in dem Spiel übrigens nie gesagt. Da ist der Megasauger, okay, ich hatte recht. Agathe war quasi in jungen Jahren gut mit Professor Eich befreundet. Und die beiden haben halt immer gegeneinander gekämpft, wer der Bessere ist. Okay, hi Golbert. Und irgendwann hat der Professor dann gesagt, es reicht. Und ja, sie war dann halt ziemlich sauer auf ihn. Und hat das als Zeichen von Schwäche angesehen, dass er nicht mehr mit ihr kämpfen wollte. Und deswegen ist sie nicht gerade gut, auf ihn zu sprechen. Wird aber, glaube ich, nur im Manga gesagt, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß es nicht ganz genau. Welches Gengar ist das jetzt? Ah, okay. Damit kann ich leben. Also, für das bisschen hättest du es jetzt nicht unbedingt austauschen müssen, aber okay. Ich glaube, ich bleibe mit Spyro einfach mal draußen, weil der Flammenwurf macht doch ganz guten Schaden. Problem ist einfach nur, die können Hypnose, Konfusstrahl, Traumfresser. Alles so tolle Attacken. Und wieso wechselst du deine Pokémon andauernd? Also Arbok steckt den Flammenwurf jetzt auch nicht unbedingt besser weg als Alpollo, aber gut. Ich bin gerade sowieso etwas überrascht, dass ich hier so gut durchkomme. Also normalerweise habe ich immer ziemliche Probleme mit diesem Feld hier. Und ich meine, ich bin jetzt hier auch nicht, wer weiß, wie hoch im Level. Aber ich will mich nicht beschweren. Wenn sie meint, sie muss ihre Pokémon immer austauschen, anstatt anzugreifen, kann sie das gerne tun. So, und ihr stärkstes Pokémon ist Gengar. Dürfte, glaube ich, schon 60 haben. Ja. Alles klar. In Feuerrot und Blattgrün haben sie ja die Top 4 so ein bisschen abgeschwächt. Danke. Ich glaube, da reicht erstmal ein Aufwecker. Da haben ja, glaube ich, alle Pokémon 2 Level weniger. Wenn ich mich recht erinnere. Was ich irgendwie nicht verstehen kann, weil ich finde nicht, dass die hier... Autsch! Bin ich schneller? Nö. Ich finde nicht, dass die hier übermäßig stark sind, also es geht. Spyro? Oh, okay. Er greift sogar nochmal an.
Aber ich werde jetzt, glaube ich, doch mal wechseln. Weil wenn ich jetzt einen Hypertrank gebe, bin ich immer noch verwirrt. Ich weiß nicht, wie es mit einer Top-Genesung aussieht, ob ich dann auch noch verwirrt bin. Weil ich habe ja gelernt, Hyperheiler heilt in der ersten Generation keine Verwirrung. Ich weiß nicht, wie es mit Top-Genesung aussieht. Werde es auch erstmal nicht ausprobieren. Autsch! Ach, Kairi. Fröhliches Pokémon-Karussell? Immer wieder gerne. Ha! Ich war doch gar nicht am Schlafen. Wieso hast du... Egal. Hinterfragen wir es nicht. Aber Yuki hat echt wahnsinnig viel KP. Nicht schlecht. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Ich glaube, nee, nicht ansatzweise. Komm, Yuki, hau rein. Das Gengar hat uns jetzt genug geärgert. Danke. Und Level 57 für Spyro hat er sich auch verdient. Also er hat hier wirklich ganze Arbeit geleistet auf dem Feld. Wirklich, du bist ein ganz besonderes Kind. Du hast gewonnen. Nun verstehe ich, was der Professor meinte. Ich stimme ihm voll und ganz zu. Setze deinen Weg fort, mein Junge. Okay. Aber erstmal muss ich mich heilen. Also noch ist kein Pokémon K.O. gegangen. Das finde ich ganz nett. Ich bezweifle, dass das so bleiben wird. Aber wir gucken einfach mal. Ich meine, Vorteil ist an der ersten Generation natürlich, die KI ist noch nicht so extrem ausgeprägt. Und dementsprechend ist es auch nicht ganz so schlimm, wenn wir so ein bisschen unterlevelt sind. Das funktioniert trotzdem ganz gut. So, Sparky, du bist der Nächste und ich werde mal ganz kurz Pause machen. Ich habe hier so wunderbare Hintergrundgeräusche. Kleinen Moment. So, keine Ahnung, ob man das überhaupt gehört hat, aber vorsichtshalber mal. Es geht weiter mit dem vierten Mitglied der Top 4. Und wir laufen ganz von alleine. Sehr schön. So. Dann wollen wir doch mal. Ich habe bereits von dir gehört, Sven. Ich bin Siegfried, Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Sie sind schwer zu fangen und zu zähmen. Doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in die Pokémon-Liga hier, Sven. Das wollen wir mal sehen. Also als Kind habe ich immer riesigen Respekt vor Siegfried gehabt. Nicht vor seinem Gyarados, aber vor seinen anderen Pokémon. Habe ich auch immer noch. Wobei ich finde, in Gold, Silber, Kristall bzw. Heart, Gold und Soul, Silver ist er etwas schlimmer. Also ich denke, hier ist er noch ganz gut machbar. Da finde ich ihn, wie gesagt, ein bisschen unangenehmer. Das Problem, was ich immer hatte, ich hatte keine Ahnung, was effektiv gegen Drachen-Pokémon ist. Bei dem normalen Spielverlauf sieht man die ja nicht so häufig und dementsprechend habe ich keine Erfahrung gehabt. Ich habe Elektroattacken versucht, Feuer, Pflanze, Wasser, ebenso das Typische. Und es ist natürlich alles nicht sehr effektiv gewesen. Und irgendwann habe ich aus Verzweiflung, ich glaube, Aurora-Strahl gemacht und das war dann sehr effektiv und ich habe mich ziemlich gewundert. Und ja, das war so der Durchbruch für mich. Aber generell Drachen-Pokémon sind schon cool. Also so Dratini, Dragoran, Dragonir und Seedraking und Libeldra und Brutalanda und ich finde sie einfach alle total toll, muss ich schon sagen. Wobei natürlich durch den Feentyp sind sie jetzt etwas abgeschwächt worden. Na doch, wir können Yuki mal draußen lassen, würde ich sagen. Dieses Pokémon hat mich als Kind immer zur Verzweiflung getrieben. Mit seinen Attacken. Nicht unbedingt mit Sternenschauer, aber ja. Gemeines Pokémon. Definitiv. Hat aber auch eine schöne Vierfachschwäche gegen Eis. Also wenn ich mich daran erinnere, wie ich mich als Kind rumgequält habe gegen Siegfried. Und wenn ich dann sehe, wie Yuki hier alles wegputzt. Selbst so ein Level 62er Dragoran wird nach der Attacke nicht mehr stehen. Das ist schon heftig. Muss man sagen. Das war's. Es ist vorbei.
Unfassbar, du bist wahrlich ein Pokémon-Meister. Es ist kaum zu glauben, meine Drachen sind an dir gescheitert, Sven. Nun bist du der Champion der Pokémon-Liga. Eigentlich wärst du es, aber du musst noch eine andere Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist Gary, auch er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Nicht mehr lange. Ja, wirklich viel abbekommen habe ich ja nicht. Wie gesagt, als Kind habe ich mich so schwer getan mit Siegfried. Ich könnte mir vorstellen, einige von euch vielleicht auch. Und das war jetzt so unfassbar einfach. So, wie sieht's denn hier aus? 6 Donnerblitz, okay. Ich gehe mal eben die Attacken durch. Da ist alles okay. Dich habe ich noch überhaupt nicht eingesetzt, das ist auch super. Aber so ein Pflanzen-Pokémon, ja, geht glaube ich auch ohne in der Pokémon-Liga. Ja, 6 Eisstrahl sollte auch eigentlich reichen. Ah, ich sollte vielleicht Flammenwurf und Donnerblitz mal auffüllen. Vorsichtshalber. Ist vielleicht nicht nötig, aber ich habe das Zeug ja sowieso. Und ich werde es auch nicht mehr brauchen nach diesem Part. Dementsprechend kann ich es ja auch mal verteilen. Ich würde vorschlagen, dass Kairi den Anfang macht. Und dann schauen wir doch mal, was Gary so zu bieten hat. Hallo? Auf diesen Moment warte ich schon lange, Sven. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich meinen Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das, ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich der Champion der Pokémon-Liga. Sven, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Nein, bist du nicht. Definitiv nicht. Und das werde ich dir jetzt beweisen. Gary möchte kämpfen. Und er startet mit Sandama auf Level 61. Also definitiv nicht zu unterschätzen vom Level her. Aber so gut, wie ich bislang durchgekommen bin, würde ich ja schon fast behaupten, ich habe eigentlich ganz gut trainiert. Also mehr wäre, glaube ich, nicht nötig gewesen. Simsala. Ja. Simsala. Wir können es ja mal wieder mit Schlitzer versuchen. Das hat bei Sabrina schon so wunderbar gut funktioniert. Deswegen vertraue ich mal nochmal darauf. Ich habe ja gelernt, dass Schlitzer hier eine unmenschlich hohe Volltrefferquote hat in der ersten Generation. Psychokinese, das war irgendwie klar, aber ich denke, das wird Glurak aushalten. Ja. Okay. Gut. So, Kokoweich. Denke, das kriegt Spyro auch noch hin. Hoffe ich. Nein, ich wollte nicht Schlitzer drücken. Bin so ein Held. Ich wollte auf Flammenwurf drücken. Au! Das ist, wenn die Finger schneller sind als das Gehirn. Naja, nicht so schlimm. Oh nö, jetzt fängst du... Nein, warum? Ich hasse diese Hypnose-Taktik, ich habe da auch nie Glück mit. Staccato. Okay, es macht nicht so extrem viel Schaden. Schauen wir doch mal. Flammenwurf. Das hätte nicht gereicht. Gut, dass ich mich geheilt habe. Ich war mir nämlich nicht sicher. Ich wollte erst einfach weiter angreifen. Aber es hätte tatsächlich nicht gereicht für das Kokowai. Gut zu wissen. Das war Pokémon Nummer 3. Jetzt kommt Austoss. Das kann Sparky wieder erledigen. Der hat schon Erfahrung mit den Austoss. Wobei das hier ein bisschen stärker ist als das letzte. Donnerblitz. Hau rein.
Oh, ein Volltreffer, sehr schön. Sollte mich nicht überraschen, bei der Volltrefferquote hier aber trotzdem. Vulnona, das kann Yuki mal machen. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, was ich gegen Blitzer mache, nachdem die letzte Begegnung mit ihm ja nicht so glimpflich ausgegangen ist. Deswegen habe ich jetzt überlegt, ob ich gleich einfach mal Erdbeben machen soll, auch wenn Kairi natürlich sehr anfällig dagegen ist, also gegen die Elektroattacken vom Blitzer. Aber trotzdem, es wäre vielleicht ein Versuch wert. Weil ansonsten, ich kann Medoli nicht gegen Blitzer reinschicken, Spyro wäre auch nicht optimal, Sakuya auch nicht, wegen der Nadelrakete, Yuki auch nicht, wegen den Elektroattacken, und Sparky kann nicht so viel ausrichten gegen das Blitzer, wie wir gesehen haben beim letzten Mal. Deswegen, ich habe leider nichts sehr Effektives dagegen. Ich hoffe einfach mal, dass Kairi eine Elektroattacke von dem, meine Güte, von dem Blitzer überlebt und dann Erdbeben macht und ordentlich reinhaut. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Eine andere Strategie fällt mir gerade nicht ein. Also wenn er... Boah, das ist Vulnona. Wenn er Aquana hätte oder Flamara, wäre wesentlich einfacher. Wie viel AP hat Feuerwirbel? Ich hoffe nicht so viel. Das geht mir nämlich dezent auf den Keks. Oh Gott, dieses Vulnona. Du kriegst mich nicht klein. Ich habe noch 20 Hypertränke oder so. Das kannst du sowas von vergessen. Auch in der Level 63 machen mir keine Angst. Na gut, nicht mehr ganz so viele Hypertränke, aber ich habe ja noch ein paar Top-Tränke. Ich habe, glaube ich, noch 15 Top-Genesung oder so. Also, kleinkriegen tut er mich nicht. Wenn ich endlich mal dazu kommen würde, anzugreifen. Das wäre schon mal ganz nett. Also, Feuerwirbel ist in der ersten Generation echt overpowered, weil man nichts machen kann, genau wie Wickel. Echt ätzend. Ich meine, es macht nicht so viel Schaden, aber man kann halt währenddessen nichts tun. Das ist das Doofe. Und wenn man den ganzen Schaden addiert, kommt da schon einiges bei rum. Boah, ich dachte schon. Hau rein, Yuki. So ein Volltreffer wäre jetzt voll nett, weil ich habe keine Lust, dass dieses Vulnona jetzt weiter Feuerwirbel spammt. Was es aber vermutlich tun wird. Ich sehe es schon kommen. Also ich mag ja Vulnona. Vulnona ist ein tolles Pokémon, aber dieses Vulnona ist furchtbar nervig. No comment. Mensch, das macht riesigen Spaß. Aber ansonsten, wir hatten jetzt Sandama, Simsala, Austos, Kokowai, Vulnona. Ja, dann kommt auf jeden Fall noch Blitzer. Und ansonsten haben wir es dann. Wenn ich dieses Vulnona irgendwann mal besiegt bekomme. Aber scheinbar hat Feuerwirbel auch irgendwie 10 AP oder so. Weil ansonsten könnte er nicht so kontinuierlich angreifen. Du willst den Part doch nur in die Länge ziehen, gib es zu. Ich meine, ich habe damit kein Problem, aber es ist langsam doch dezent nervig, dass er immer nur Feuerwirbel spammt. Boah, nein. Du bist so ein Lappen, ganz ehrlich. Also, nee. Feuerwirbel-Spam kann jeder. Das ist auch nichts besonders Tolles. Das hat auch nichts mit Strategie zu tun oder sonst was. Das ist einfach nur nervig. Aber trotzdem muss ich sagen, also die Pokémon-Liga lief bis jetzt wirklich ziemlich gut. Ich nutze die Zeit einfach mal, um darüber zu reden. Ich habe gerade eh nichts Besseres zu tun. Ich glaube auch nicht, dass es besser werden würde, wenn ich das Pokémon wechsle. Dann wird er wahrscheinlich weiter Feuerwirbel spammen. Also, Lorelei lief eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Bruno auch. Agathe hat mich überrascht, muss ich sagen. Also, da hätte ich gedacht, ich habe mehr Probleme. Aber das hat Glurak ziemlich souverän hinbekommen. Und Siegfried hat mich auch sehr überrascht. Ich meine, gut, dass der Eisstrahl so viel Schaden macht, damit habe ich schon gerechnet. Aber ich hätte trotzdem gedacht, ich habe mehr Probleme. So, und jetzt kommt Blitzer. Gucken wir doch mal. Level 65. Das sind immerhin 9 Level Unterschied.
Donnerwelle. Okay. Ach komm. Das war unnötig. Wenn Kairi jetzt angegriffen hätte, das wäre so toll gewesen, aber nein. Keine Chance. Ja. Was machen wir jetzt? Ich hätte gedacht, mit dem Erdbeben, das würde vielleicht ganz gut funktionieren, aber, das war etwas ungünstig. Ich hatte auch gehofft, dass Kairi durch die Donnerwelle durch angreift. Also wir hatten jetzt einmal die Chance, dass er eben trotz Paralyse angreift und wir hatten natürlich die Chance, dass Donner verfehlt. Und diese Chancen würde ich ganz gerne auch weiterhin ausnutzen. Indem ich Kairi jetzt mal ganz gekonnt zurückhole. Ansonsten, gut, Sakuya kann ich auch noch benutzen. Eventuell. Weil Rasierblatt hat doch ganz guten Schaden gemacht. Und über die Volltrefferquote von Rasierblatt brauchen wir auch nicht zu reden. Daher gesehen. Mal gucken. Wenn er jetzt vielleicht nur zweimal oder so trifft. Aber darauf hat er scheinbar keine Lust. Wahrscheinlich trifft er jetzt fünfmal oder so. Nee, trifft er nicht. Aber ich bezweifle, dass Sakuya das überstehen wird. Es wäre schön, dann könnte ich ihm noch ein bisschen Schaden reindrücken, aber ich glaube irgendwie nicht dran. Oh. Vielleicht kriegt Sakuya das ja doch hin. Ich meine, bei der ersten Nadelrakete war auch ein Volltreffer bei. Ohne macht es nämlich gar nicht so extrem viel Schaden. Wir gucken einfach mal. Vielleicht kriegen wir es mit Bisaflor ja auch hin. Ich meine, wenn er jetzt fünfmal trifft, kann ich nicht viel dagegen tun. Aber solange er sich bei dreimal hält, kann ich damit leben. Okay, hau rein. Es könnte reichen. Wunderbar. Dankeschön. Hat das ja doch noch halbwegs gut funktioniert. Nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Siegeszug ist schon vorbei. Nach all den Anstrengungen, Liga-Champion zu werden? Das ist nicht fair. Der Feuerwirbel war auch nicht fair, also beschwer dich nicht. Wieso? Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon doch sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt, du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Aber ich gönne dir das nicht. Nett. Sven. Du hast also gewonnen. Glückwunsch. Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, seit du dich mit Pikachu auf den Weg gemacht hast. Sven, du bist schon viel erfahrener. Gary, du hast mich sehr enttäuscht. Als ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Gary, weißt du, warum du verloren hast? Du hast deinen Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. So wirst du niemals Sieger werden. Sven, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht allein dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinen Pokémon ist vorbildlich. Sven, folge mir. Alles klar. Herzlichen Glückwunsch, Sven. Das hier ist die Pokémon-Ruhmeshalle. Alle Champions der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier alle ihre Pokémon geehrt. Sven, du hast hart gekämpft und die Herausforderungen der Pokémon-Liga bestanden. Sven, du wirst gemeinsam mit deinen Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Kairi, unser Turtok. Sparky, unser süßes kleines Pikachu, was uns von Anfang an begleitet hat. Sakuya, unser Bisaflor, was jetzt am Ende nochmal seinen großen Auftritt hatte. Medoli, das erste Pokémon, was ich gefangen habe. Unser großes, starkes Tauboss.
Yuki! Das Pokémon, was zuletzt in unser Team gekommen ist, unser Lapras. Und Spyro, unser Glurak, hat auch gute Arbeit geleistet in der Pokémon-Liga. So, und da sind wir. Ja, ich weiß, mein Pokédex ist nicht so toll. Nicht so schlimm. Pokémon Gelbe Edition. Ja, das war's mit Pokémon Gelb. Jetzt laufen die Credits durch. Die dürfen aber nicht so lange dauern bei der ersten Generation. Normalerweise gebe ich ja immer mein Fazit zum Spiel ab, während dem Abspann. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, bei der ersten Generation Pokémon ist es etwas schwierig. Damit hat einfach alles angefangen und das kann man einfach nicht mit anderen Spielen vergleichen. Und ich kenne keine anderen Spiele aus der Zeit, mit denen ich das wirklich so vergleichen könnte, grafisch, musikalisch und so weiter. Und ich habe einfach immer die neueren Pokémon-Spiele im Kopf, weil ich habe sie alle gespielt und es ist etwas schwierig, dann wirklich ein Urteil zu fällen. Denn Pokémon hat sich wirklich ziemlich weiterentwickelt. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es Pokémon gibt, dass es die erste Generation Pokémon gibt, weil damit hat einfach alles angefangen damals. Ich habe die Pokémon-Spiele so gesuchtet, ich habe den Anime geliebt, ich habe die Sticker gesammelt, die Karten, die Figuren, die Plüschtiere, alles. Und Pokémon ist wirklich ein ganz großer Teil meiner Kindheit und auch Pokémon Gelb oder auch Pokémon Rot und Blau. Und ich habe dieses Projekt hier angefangen, weil ich ganz gerne so eine kleine Reise in meine Kindheit machen wollte, weil ich einfach mal so ein bisschen Nostalgie auf meinen Kanal bringen wollte. Und euren Kommentaren habe ich entnommen, dass das einigen von euch auch ganz gut gefallen hat. Und dass ich auch einige Leute an ihre Kindheit erinnert habe. Und das finde ich einfach sehr schön, weil man muss nicht immer die neuesten Spiele spielen. Es ist manchmal auch einfach schön, die alten Spiele zu spielen, muss ich sagen. Also ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Projekt. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, das war's mit Let's Play Pokémon Gelb. Und wir sehen uns hoffentlich bei einem anderen Projekt von mir wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.